So. Auf diesem Kanal möchte ich das perfekte Foto- und Video-Setup zusammenstellen. Dazu gehört Kamera, Objektiv, aber natürlich auch das Stativ. Bisher habe ich immer mein Manfrotto-Stativ genutzt, womit ich auch eigentlich ganz zufrieden war. Doch dieses Stativ hat das Manfrotto-Stativ nochmal übertroffen und das nicht nur um ein bisschen. Meine Anforderungen an ein Stativ sind zwar simpel, aber trotzdem erfüllt das nicht jedes Stativ, was es so auf dem Markt gibt. Das erste und das grundlegendste wäre natürlich erstmal, das Stativ soll meine Kamera einigermaßen festhalten und das soll jetzt nicht irgendwie grundsätzlich hier wackeln und sonst irgendwas bei jedem kleinen Windstoß schon irgendwie hinfallen und sonst alles. Denn das zweite wäre natürlich auch, es sollte schön leicht und auch einigermaßen noch kompakt sein, sodass ich das auch in meinen Koffer packen kann, für zum Beispiel mal eine Reise in die Türkei oder sonst wohin natürlich. Diese Kompaktheit und Leichtigkeit ist aber natürlich nicht nur für in den Koffer packen gut, sondern natürlich auch für nebenbei herlaufen. Das kann natürlich auch mal Schmerzen verursachen. Und die dritte Anforderung, die ich an ein Stativ habe, ist, dass das Ganze schnell verstellbar sein muss. Also wenn ich mein YouTube-Video filmen möchte, will ich nicht immer direkt stundenlang, natürlich übertriebenerweise, hier irgendwie an diesen Drehern hier irgendwie sitzen, an der Höhenverstellbarkeit. Das ist für mich alles viel zu knifflig. Das soll schnell möglich sein. Und ich würde sagen, mit diesem Punkt fangen wir auch direkt mal an. Bei meinem Manfrotto hatte ich bisher diesen Noppenverschluss, wo man einen kleinen Hebel aufmachen musste und dann sozusagen diesen Stab rausholen konnte. Und ich dachte, das wäre auch eigentlich ganz gut, klappt ja schnell, einmal hoch. Das Ganze hat auch etwas schwergängig funktioniert, das musste man auch ein bisschen mehr Kraft, aber gut, lassen wir das mal außen vor. Dieses Stativ, übrigens von K&F Concept, habe ich noch gar nicht erwähnt, hat einen anderen Verschluss. Ein Verschluss, der bei Fotostativen eigentlich auch schon mehr bekannt ist, hier nämlich so ein Drehverschluss, nur dass man dann hier bei jedem Punkt einmal drehen muss. Ich habe erstmal gedacht, das Ganze wäre ein bisschen aufwendiger und ein bisschen eigentlich schlechter als so ein Verschluss. Doch ich musste jetzt feststellen, dass das Ganze natürlich doch viel besser ist als dieser Verschluss, denn das Ganze lässt sich einfach wunderbar montieren. Ich kann einfach hier einmal drehen, das war's, schwierig ist das nicht, einmal hier zuziehen und das war's auch schon und man hat das Ganze verschlossen. Also das ist, kann man sagen, wirklich schon sehr schnell und das macht mich auch in einer gewissen Weise sehr, sehr froh. Denn man kennt es, man ist mit seiner Familie unterwegs auf einem Spaziergang. Man hat jetzt sein Motiv gesehen, möchte das Motiv jetzt auch schießen mit dem Stativ, vielleicht noch eine Langzeitbelichtung machen oder muss man sein Stativ erstmal aufbauen. Und bei meinem bisherigen Stativ hat das halt immer sehr lange gedauert und meine Familie hat da so ein bisschen so die Nerven verloren, die Geduld verloren, so eher gesagt, und hat mich dann eher dazu geprägt, mach doch jetzt mal ein bisschen schneller, wir wollen weiter. Gut, das Ganze ist mit diesem Stativ hier erledigt. Ich hab das Ganze auch verglichen mit meinem Manfrotto-Stativ, das ist schon nochmal etwas schneller und wunderbar. Wenn man zu meinem zweiten Kritikpunkt kommt, der Kompaktheit und Leichtigkeit, um das Stativ zu transportieren, kann man hier sagen, es ist auch ein sehr leichtes und kompaktes Stativ. Das Stativ besteht aus Carbon und wie ihr seht, das ist, wenn ich das jetzt mal hier so ein bisschen rumschwinge, das kann man schon sehr einfach tragen. Und das Ganze, wenn man das Ganze jetzt mal klein macht, dann kann man das auch wirklich sehr, sehr gut transportieren, wie man hier sieht an dieser kleinen Kompaktheit. Das Ganze ist ein bisschen kleiner als mein Manfrotto. Damit verbunden kann man das also auch ein bisschen weniger hoch einstellen. Ich finde aber für meine Videos, für das, was ich nutze, ist es immer noch perfekt hoch und mehr bräuchte ich jetzt persönlich auch nicht. Und wenn wir jetzt zu meinem dritten Kritikpunkt kommen, dass natürlich die Kamera hält, muss man hier, glaube ich, gar nicht mehr fragen. Das ist einfach so, wie ihr seht, ich habe das Ganze jetzt hier mit meiner A77 und meinem 70 bis 300 mm Objektiv mal hier drauf gepackt. Das entspricht ungefähr dem Gewicht meines Sony A74 Kamera und des Sigma 24 bis 70er. Das hält, hier ist momentan ein bisschen mehr Wind, das hält und filmt einfach super. Also man kann wirklich sagen, das Stativ ist wirklich sehr bombastisch, es hält. Wenn man jetzt dann wirklich noch diese Extremsituation hat und dann das Stativ doch nicht irgendwie hält, könnte man dann jetzt aber auch noch dann einfach deinen Rucksack, der dann auch mit etwas Gewicht dann verbunden ist, einfach hier unten an den Haken hängen, ist das Gewicht nochmal ein bisschen schwerer und dann geht da wirklich nichts mehr. Jetzt wird es zu hell, ich glaube, ich muss einmal die Belichtung runterstellen. Jetzt, wo meine Anforderungen erfüllt sind, könnte man schon sagen, ey, das ist echt ein tolles Stativ. Jetzt würde ich schon sagen, das lohnt sich, es zu kaufen. Nur jetzt kann man sagen, das Ganze hat noch mehr Features, was mich natürlich beeindruckt. Nun ist es jetzt so, dass ich bei meinen YouTube-Videos immer so zwei Perspektiven habe. Einmal die Perspektive, wo ich auf einem Stuhl sitze und einmal die Perspektive, wo ich zum Beispiel jetzt auch wie hier einfach stehe und so dann zur Kamera rede.
Und so muss ich dann jetzt dann immer das Stativ aufstellen. Und ich mache das dann immer so, ich stelle das Stativ immer ein bisschen etwas weiter runter, wo ich es haben will. Und dann mache dann die letzten kleinen Adjustments dann hier bei dieser Achse hier und kann das dann hier nochmal ein bisschen genauer und schneller anpassen. Und bei meinem Frontthermostativ war es bisher immer so, ich musste das Ganze immer auf so eine ganz eklige Mitte stellen, sodass ich eins ganz ausgefahren habe und das, und diesen zweiten Stab dann hier nur dann bis zur Hälfte ausgefahren habe. Das war ekelhaft und man musste sich dann immer hier so schwierig räcken. Man musste genau aufpassen, dass das dann genau auf der gleichen Höhe waren wie dann die anderen. Da musste man den restlichen Adjustment dann hier machen. Hier dadurch, dass dieses Stativ direkt drei von diesen Metall ausfahrenden Dingern hat, ist das Ganze jetzt viel einfacher für mich zu adjustieren. So mache ich dann, wenn ich jetzt dann immer stehe, alle aus, sodass ich dann einfach dann direkt alle einmal auf einmal drehen kann. Und wenn ich sitze, fahre ich dann einfach nur zwei von diesen Metallstangen aus und dann hierüber dann noch die letzten Adjustments machen. Und das finde ich grandios, denn so habe ich, wie gesagt, auch hier wieder viel weniger Arbeit und der filmische Prozess wird für mich hier sehr viel einfacher gemacht. Und noch eine Sache möchte ich hier auch noch mit reinbringen. Bei meinem bisherigen Manfrotto hatte ich bisher die Möglichkeit, oben so die X-Achse und die Y-Achse manuell noch parallel einzustellen. Das hatte Vor- und Nachteile, ist hier jetzt auch nicht ungefähr anders. Das ist einfach ein anderer Verschluss, ist jetzt so ein Kugelverschluss, wo man das Ganze auch mit einstellen kann. Das Ganze, finde ich, ist gleichwertig, komme ich mit beidem aus. Aber bei meinem Manfrotto-Stativ ist die Sache, wenn ich Schwenks machen möchte, dann geht das nicht. Denn hier diese Achse, um das Ganze zu drehen, das ist so ein bisschen ruckelig, das geht einfach nicht. Das Geile bei diesem eigentlich Fotostativ ist, dass es aber auch nochmal so eine Dämpfung drin hat für diese horizontale Drehung jetzt hier. Man kann nämlich hier mit diesem Regler, wenn man die hier aufschraubt, hier so eine gedämpfte Drehung hier hinzubekommen, sodass man hier jetzt schon einen halben Fluid Head mit eingebaut hat und das finde ich super. Ihr kennt bestimmt diese M&M Tech Channel B-Roll Aufnahmen, wo die dann immer dann so langsam auf das Produkt dann hinschwenken. Das kann man mit diesem Stativ auch machen und das finde ich ein tolles Feature für ein Fotostativ, was es ja eigentlich nicht haben müsste. Übrigens, das Ganze fühlt sich auch wirklich sau satisfying an, wenn man hier so langsam Schwenks machen kann. Das ist einfach geil. Natürlich wäre es jetzt noch besser, so einen ganzen Handgriff da zu haben, um das Ganze noch flüssiger zu machen. Ich finde aber, das geht auch so einfach an der Kamera. Ist das geil? Und noch einfach alle anderen Sachen stimmen, die an einem Objektiv einfach dran sein müssen. An einem Objektiv ist für mich auch noch einfach ein Standard, dass es dann hier auch noch ein Stoffpolster an diesem Griff hat, sodass man dann, wenn Kälte ist, dann einfach nicht die Finger so kalt werden, wenn man zum Beispiel keine Handschuhe trägt. Weil an dem puren Metall hier das ganze Winter anzufassen, das kann ich euch sagen, ist eisekalt und das wollt ihr nicht. Diese ganzen Sachen erfüllen das Stativ einfach. Und wie es auch sonst immer bei K&F Concept, packen die einfach alle Features hier rein, die man nur haben kann. Kommen wir nun zum Preis. Denn jetzt könnte man sich sagen, ja, wie immer ist es doch so, wenn man wirklich so ein Top-Stativ hat, es ist die perfekte Kombination aus Leichtigkeit, Kompatibilität, Kompaktness und auch noch hier Stabilität und alles was weiß ich was, dann muss es das Ganze ja dann auch im Gegensatz dazu ganz schön teuer sein. Und da kann ich sagen, nein, ist es nicht. Das ist ja das Geile daran. Ich guck nochmal genau nach. Auf Amazon kriegt man das Stativ für 145 Euro. Und das ist ein Preis, den man mit anderen Stativen vollkommen vergleichen kann, der auch sogar im Vergleich zu anderen Stativen sogar noch günstiger ist. Da kann ich dann einfach nur sagen, wonderful. Und auf diesen geringen Preis kriegt ihr dann auch jetzt noch einen Rabattcode von mir, womit ihr das Stativ nochmal günstiger bekommt. Jetzt gibt es wirklich keine Zweifel mehr, das Objektiv zu kaufen. So, das war's jetzt aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich hab's dir nicht. Ciao.